Hallo und willkommen bei Wir in Stuttgart. Heute sind wir im Lindenmuseum. Hier findet eine Mitmachaktion statt, und zwar zu Hause in Stuttgart. Und da malen verschiedene Kinder, verschiedene Altersklassen, so ihre Empfindungen an ihr Zuhause. Das geht ja jetzt um dein Zuhause in Stuttgart. Wieso machst du da eine Kirche? Weil wir gehen jeden Sonntag in die Kirche, und die mag ich ja ganz arg, die Kirche, und deswegen male ich die. Aha. Jetzt muss ich dich doch auch noch mal kurz fragen. Stuttgart und Meer und Boot? Nein, die Mama von meiner Mama kommt aus Neuseeland, deswegen. Und ich war da halt, als ich 3 war, und ich erinnere mich halt genau an das Meer. Das war richtig schön. Da waren wir halt jeden Tag, weil es da so heiß war. Also eine schöne Erinnerung. Ja. Ja, jetzt, und du da hinten, du malst Katzen, oder? Also ich male die Katzen, weil es bei meinem Papa, der arbeitet in der Firma, da gibt es so einen Palettenschuppen, und da wohnen Katzen, und da wurden am Dienstag ganz junge geboren. Hast du daheim auch eine Katze? Bei meiner Oma schon, aber hier in Stuttgart nicht. Zu Hause in Stuttgart ist ja eine Mitmachaktion. Wie funktioniert denn die genau? Wir schauen hier die Ausstellung im Lindenmuseum an, und dann fragen wir die Kinder, was das Zuhause für sie bedeutet. Und wir schlagen dann sozusagen den Bogen von den Ausstellungsobjekten und dem Zuhause von Kindern in aller Welt zu dem Zuhause in Stuttgart. Wenn die Kindergruppen hier im Lindenmuseum ankommen, bekommen sie erst einmal eine Führung durch das Museum und die Ausstellungen. Hier holen sich die Grundschüler Inspiration, um über ihr Zuhause in Stuttgart und ihre Vorstellung der Heimat zu sprechen. Im Anschluss geht es dann runter zum Malen, wo die Bilder der Kinder dann auch gleich ausgestellt werden. Gab es da schon Überraschungen für Sie persönlich? Also ich fand zum Beispiel toll, dass so viele Kuscheltiere da waren, viel mehr als Mama und Papa. Mhm. Das hat mich zum Beispiel sehr überrascht. Mhm. Aber das gehört anscheinend wirklich in diese sehr emotionale Lebenswelt der Kinder, so vielleicht so einen kleinen Beschützer zu haben oder jemand, der immer bei einem ist. Mhm. Da hat sich ja dann zu unserer Kindheit gar nicht so viel geändert, oder? Nein, vielleicht nicht. Also ich habe auch lange darüber nachgedacht, was ich gemalt hätte. Und ganz ehrlich, ist das schwer, jetzt sich so aus dem Nachhinein das wieder vorzustellen. Was hätte man wirklich damals gemalt? Also, aber wir haben sehr vieles im Sortiment, also von Strand bis Pizza, bis Kuscheltier, bis zum Milanese. Sie selbst sind ja aus Berlin. Gibt es die Aktion zu Hause in Stuttgart auch in anderen Städten, zu Hause in München, in Köln? Ja, also das ist so ein ganz großes Ausstellungsprojekt. Das hat angefangen mit Willkommen in Deutschland in Berlin. Und ich habe auch Kindern aus verschiedenen Ländern wurden gefragt, was wollt ihr aus eurem Herkunftsland, aus eurer Heimat, den Kindern in Deutschland erzählen? So war der Beginn. Und es hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Und jetzt geht es um das Zuhause. Und das Ausstellungsprojekt gab es auch in anderen Städten, zu Hause in Hamburg, zu Hause in, was war das letzte? Und zu Hause in Magdeburg gab es zum Beispiel auch noch, und zu Hause in Düsseldorf gab es auch. Wer macht denn alles mit? Was sind das für Kinder? Das sind Grundschulkinder, auch aus Klassen hier in Stuttgart. Ja, Grundschulkinder machen mit. Und die Ergebnisse, muss ich Sie auch fragen, gab es da auch Überraschungen für Sie? Na gut, ich habe das Projekt jetzt wirklich schon mehrmals durchgeführt, und am Anfang waren die Überraschungen auch groß, und vor allen Dingen war natürlich die Überraschung, dass die Bilder sich wirklich sehr ähneln. Also es geht oft um das Essen, auch um das Lieblingsessen, und ich frage die Kinder dann auch manchmal, habt ihr oder haben eure Eltern vielleicht ein bestimmtes Essen aus dem Herkunftsland auch mit nach Deutschland gebracht? Und die Kinder sagen dann zum Beispiel Pizza, ja, also in allen Ländern gibt es Pizza oder Pommes und Burger. Und Burger, genau. Und das haben die, ja, das zum Beispiel, wenn man die Kinder fragt, was habt ihr zum Beispiel in Syrien gegessen, dann sagen die eben auch Pizza. Mhm. Das hat mich wirklich am Anfang überrascht, was ich auch für Vorurteile habe. Ja, das geht ganz viel um Vorurteile in der Ausstellung und was jeder an Vorurteilen auch in sich trägt. Das war wirklich interessant. Also einmal ist es der Aspekt der Darstellung, dass die Kinder zeigen, wie ihr zu Hause ist. Aber ein anderer Aspekt ist auch, dass die ja auch anfangen, dann sich auszutauschen.
Ja, genau. Die Kinder tauschen sich aus und es geht ja auch um Sprachen. Also die Kinder schreiben auch in ihrer Muttersprache auf Deutsch und oft auch natürlich, viele haben einen türkischen Hintergrund, die schreiben dann auch auf Türkisch. Und die Kinder helfen sich. Also viele Kinder können zum Beispiel Türkisch sprechen, aber dann nicht schreiben. Und dann helfen die sich auch gegenseitig. Klar, und die inspirieren sich dann auch. Und der Austausch ist ganz spannend auch zwischen den Kindern. Und was löst das Malen? Was lösen die Bilder aus? Ist es Heimweh oder ist es Gegenteil? Ist es Fernweh? Ich glaube, die Kinder überlegen wirklich nochmal, was ihnen wichtig ist. Also das ist auch schon ganz spannend, wenn man so ins Gespräch mit den Kindern kommt, was ihnen wichtig ist, was für sie zu Hause bedeutet. Dann kommt natürlich auch sowas wie das Tablet oder das Handy. Und dann, wenn man sie wirklich fragt, ist euch das wirklich wichtig oder ist euch dann vielleicht doch das Kuscheltier wichtiger? Das war ja schon vorhin auch. Dann ist natürlich klar, dass man so ein Tablet jederzeit wieder nachkaufen kann. Und an diesem, also die Emotion ist ganz anders. Die Emotionen sind ja natürlich ganz anders. Und das war vielleicht für die Kinder auch nochmal spannend zu überlegen, was man wirklich, was so beseelt ist. Ja, so ein Kuscheltier ist beseelt für die Kinder, aber so ein Tablet ist natürlich dann letztlich ein Gegenstand, den man auch austauschen kann. Das war, glaube ich, nochmal so interessant, welche Emotionen. So zwischen warm und kalt irgendwie, ja. Das eine ist das warme Kuscheltier, das weiche, angenehme, und das andere... Naja, und wirklich so die Idee, was ist einem letztlich wichtig? Also auch, ich habe oft die Kinder gefragt, wenn ihr so einen Koffer hättet, ja, und würdet in den Koffer dann gewisse Gegenstände packen, was wäre das? Und dann kam natürlich sowas wie Kleider und so, aber dann haben die letztlich dann doch rausgefunden, dass eben ein bestimmtes T-Shirt oder so, das ist dann auch so emotional natürlich ist. Bist du der Thomas? Ja. Thomas, ich bin der Heiko, Mensch. Jetzt will ich doch mal wissen, was du hier Schönes uns malst oder für die Leute malst. Ich habe Portugal gemalt, wo ich herkomme. Und ja, und ich werde diese Ferien noch in Portugal üben. Aha. Und Portugal ist für dich Wassers Meer? Ja, und noch... Vino, Rotwein? Ja, Vino und noch so Fisch und... noch, also zu einer Erleichterung für mich. Aha. Und das da oben wird die Portugal-Flagge? Ja. Okay. Und hier ist Strand und Sonnenschirm? Ja. Okay. Also ist für dich daheim eigentlich Urlaub sehr wichtig und Ferien? Ja, wegen, ich vermisse schon meine Oma, die ist auch in Portugal. Aha. Und wie oft kommst du heim, dann also nach Portugal? Einmal im Jahr? Einmal, also ich komme immer so, vielleicht, wenn wir noch Geld haben, no, also ich gehe immer nach Sommerferien. Aha. Weihnachten nicht? Nee, zu kalt. Die Mitmachausstellung in Stuttgart zu Hause ist im Lindenmuseum noch bis Mitte Oktober. Bis dahin können die Bilder angeschaut werden und Kinder und Grundschulklassen aus Stuttgart mitmachen.